Regierung der Bischöfe von Freising, die mehr Jahrhunderte dauerte, hinterließ in Škofja Loka, der besterhaltenen Mittelalterstadt in Slowenien, unauslöslich diese Stadt. Auf den ersten Blick ist das nur eine kleine Stadt am Zusammenfluss der Poljanska Sora und Sevska Sora, aber sie bietet verschiedene kulturelle Erlebnisse an. Sehen Sie sich die Burg von Škofja Loka mit dem Museum, altertümlichen Getreidespeicher, Kasča, Humanhaus, die Steinbrücke, die Marienstatue, Nazihaus und andere mächtige Gebäude und zahlreiche Galerien an und lernen Sie prächtige Erbschaft der Vergangenheit und lebendige Kunst der Gegenwart kennen. Buntes Škofja Loka mit den Naturgegebenheiten und reicher Handwerktradition wird von Tellerin Poljanska und Sevska Dolina ergänzt. Die Identität des Tales Sevska Dolina wird von Eisenverhüttung, Herstellung von Lebkuchen und Spitzenherstellung bestimmt. Spitzenherstellung bestimmte zusammen mit dem Schusterhandwerk auch das Tal Poljanska Dolina mit Schiri. In Umgebung von Škofja Loka gab es einst viele Handwerke. Leinenweberei, Eisenhüttenwesen, Klöppeln, Schusterhandwerk, Hutmacherhandwerk, Kammmacherhandwerk, Herstellung von Lebkuchen und Herstellung von Modellen dafür und noch vieles mehr. Gut erhaltene Quellen kann man sich in den Museen in Škofja Loka, Žiri und Železniki ansehen. In Škofja Loka, im Zentrum für Hausgewerbe und Kunstgewerbe, kann man sich die Produkte noch aktiver heimischer Handwerker ansehen und auch kaufen. Im 19. und 20. Jahrhundert hat das breite Škofja Loka-Gebiet einige Generationen von Künstlern erbracht, welche zur Entwicklung der slowenischen bildenden Künste viel beigetragen haben. Ihre Vertreter sind auch europaweit bekannt. Brüder Šubić, Antona Žbe, Ivan Grohar und France Michelić. Das Passionsspiel von Škofja Loka wurde schon im Jahre 1721 von Lokaer Kapuziner Romuald abgefasst und ist der älteste aufbewahrte Schauspieltext, geschrieben in slowenischer Sprache. Die glamouröse Passionprozession mit biblischem Inhalt findet jede paar Jahre auf den Straßen und Märkten der altertümlichen Stadt Škofja Loka statt. Das Originalmanuskript mit Passionsspiel kann man sich in der Kapuzinerbibliothek ansehen. Altertümliche Stadt Škofja Loka bekommt in den Sommermonaten mit verschiedenen Kulturereignissen ihr buntestes Bild. Der Historial Škofja Loka ist authentische historische Veranstaltung, die den fahrlichen Monat Juni beendet. Im grünen Hinterland spürt man den belebenden Puls in zahlreichen ethnologischen, kulturellen, unterhaltsamen und sportlichen Veranstaltungen, zum Beispiel Klöppeltage in Železniki, Kohlenbrennertag in Stari Vrh oder Wanderung an der Rapallo-Grenze in Žiri. Für die Sportbegeisterte stehen am bewegten Škofja Loka Gebirge gepflegte Mountainbike- und Wanderrouten zur Verfügung, wobei die Liebhaber von langsamen Spaziergängen oder Radtouren auf zahlreichen leichten Themenwegen genießen können. In Berghütten und auf Bauernhöfen werden sie großzügig empfangen und bedient. Die Umgebung um Sevska und Poljanska Sora Flüssen ist bestens für Reiten geeignet. Beide Flüsse sind dazu ein wahres Paradies für die Angler. Die Festungen der Rupnik-Linie, welche vor dem Zweiten Weltkrieg das Königreich Jugoslawien als Abwehr gegen den italienischen Angriff im westlichen Slowenien gebaut hat, laden zahlreiche Wanderer ein. Die Festungen thronen noch heute auf Bergrücken. In Begleitung von erfahrenen Führern können Sie das Festungsinnere auch selbst erforschen. Die altertümliche Stadt wird Sie mit ihrer grünen Umgebung auch in Winterkleidung überzeugen. Skifahrer und Snowboarder werden auf den beschneiten Hängen vor eine Herausforderung gestellt. Andere finden Gelegenheit zur Erholung auf gepflegten Langlauf- und Rodelloipen. Besuchen Sie die beliebten und gut präparierten Skigebiete Stari Vrh, Soriška Planina und Rudno und genießen Sie die Winterfreuden. Entweder im Sommer oder Winter. Sie können einen unbeschwerten und entspannenden Urlaub auf dem Škofja Loka Lande verbringen, im engen Kontakt mit der Natur, den Einheimischen, deren Kultur und Bräuchen. Das kulinarische Verwöhnen mit traditionellen Gerichten aus natürlichen Zutaten in gemütlichen Gasthöfen und auf touristischen Bauernhöfen unweit der Stadt wird bestimmt dafür sorgen, dass Sie wiederkommen. Willkommen
im Königreich der unendlichen Geschichten.